Die Gnade und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Herzlich willkommen. Ja, ihr seht mich hier auf Elmas seinem Kanal. Seid nicht überrascht, ich habe ihn mal kurz übernommen. Nein, Spaß beiseite. Ich bin hier der Moderator in der Debatte und ihr seht dann gleich auch den Kanalinhaber wie auch den Gast Jan. Ich möchte kurz nur einleitende Worte sagen. Das hier wird eine Debatte sein. Ihr werdet hohes Niveau erleben. Ich habe festes Vertrauen, dass wir hier wirklich hohes Niveau erleben. Ich freue mich selbst und bin Hype. Ich hole gleich die Gäste und den Kanalinhaber rein. Es geht um Römer 9, lehrt Römer 9 die doppelte Vorherbestimmung. Und genau, ich will euch nicht weiter die Leute enthalten. Hallo zusammen. Hallihallo. Du bist stumm, Elmas? Servus. Servus. So, Jan als Gast, ich denke, es ist in Ordnung, du darfst dich kurz vorstellen, bevor wir loslegen. Sag, wer bist du, was machst du? Genau. Ja, also wie gesagt, wie man lesen kann, mein Name ist Jan. Ich bin kein Theologe vom Beruf oder dergleichen. Ich bin Erzieher und deshalb hoffe ich, dass ich eine Debatte hinbekomme, ohne irgendjemanden zu beleidigen oder dergleichen. Ich bin kein Katholik, wie ersichtlich ist. Ich glaube an die Auserwählung Gottes, also an seine Souveränität, dass ohne seine freien Gnadenwahl kein Mensch jemals zu ihm kommen würde. Und das nicht so sehr, weil ich das theologisch unbedingt immer begründet sehe, sondern in meinem eigenen Leben. Ich sehe mir selbst nicht wirklich etwas, warum ich erwählenswert oder ein Kind Gottes hätte sein sollen. Deshalb halte ich an dieser Gnadenlehre fest. Vielen, vielen Dank, Jan, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst, dass du auch die Vorbereitungszeit durchgemacht hast. Und ich hoffe, wir können heute auch von dir hören und lernen. Elmas, Kanalinhaber, aber stell dich trotzdem kurz mal vor, vielleicht auch für Leute, die sich das später anschauen werden, die dich nicht kennen. Ja, Elmas, 31 Jahre alt, Kanalinhaber, wie Marcel gesagt hat, 6 Jahre im Protestantismus gewesen und nun Katholik. Übrigens glauben Katholiken auch an die Lehre der Auserwählung, das sollten wir schon mal von Anfang an klarstellen. Ja, die Frage ist nur, ob welche Ansicht hier die richtige ist. Ja. Und das werden wir heute besprechen, beziehungsweise die doppelte Vorherbestimmung. Vielen, vielen Dank, Elmas. Ich werde jetzt für euch, liebe Zuschauer, im Kurzformat, die zwei wissen schon Bescheid, die Regeln sagen, damit ihr auch messen könnt, sollte ich mal eingreifen, warum ich eingreife und ob die beiden Parteien sich auch an die jeweiligen Regeln halten oder ob sie in der Debatte vielleicht auch das Thema verfehlen. Ich mache es schnell. Das Ziel von Jan wird es sein, vor allem in Römer 9 zu beweisen, dass die doppelte Vorherbestimmung gelehrt wird. Regel: Ausgelegt werden soll Römer 9. Man darf aber den ganzen Römerbrief für den Kontext nutzen. Der Bezug soll aber bei Römer 9 bleiben. Das heißt, wenn die zwei Leute hier andere Textstellen aus Römer 9 nehmen, soll trotzdem der Bezug auf die doppelte Vorherbestimmung auf Römer 9 liegen. Man darf die Zitate aus dem AT von Paulus in Römer 9 verwenden und in seine Auslegung einfließen lassen. Beide Parteien haben 15 Minuten Zeit, ihre Sicht darzulegen. Dann dürft ihr euch auf ein spannendes Kreuzverhör freuen. Jede Partei hat auch hier jeweils 15 Minuten und kann die andere Partei Fragen, die zu dem Thema offen sind, stellen. Genau. Die Fragen müssen dann mit der Debatte zu tun haben. Im Kreuzverhör ist es aber erlaubt, die ganze Bibel hinzuzuziehen, um die Fragen zu beantworten. Der Bezug bleibt trotzdem in Römer 9. Abschluss hat dann jeweils jeder nochmal 5 Minuten. Und dann dürft ihr, sollte es Fragen geben, an Jan, sowohl an Elmas. Hier sind wir ein bisschen flexibel, wie viele Fragen und in der Zeit, aber schau mal, jeder 5 Fragen, dürft ihr dann Fragen stellen. Gut, ich sag mal so, es kann losgehen. Jan, du hast, weil du in der positiven Position bist, den Anfang. Wenn du redest, fange ich an, meine Stoppuhr zu starten und ich schmeiß mich mal raus mit Elmas. Ja, hallihallo. Was mir noch wichtig wäre zu sagen, was, glaube ich, Marcel auch noch ein Anliegen ist, also das ist hier zwar eine Debatte, aber das heißt nicht, dass wir Gegner sind. Ich schätze die beiden sehr, auch als Brüder im Herrn. Und mir geht es nicht darum, irgendjemanden zu besiegen, sondern ich will jemanden gewinnen. Genau, ich denke, das ist wichtig. Und es geht mir auch jetzt nicht darum, dass ich eine Lehre hier vertrete, sondern es geht sowohl Elmas, Marcel und mir um die Wahrheit. Und da gibt es eine schöne Stelle, da sagt der Heiland in Matthäus 22, Vers 29 an die Sekte der Sadduzäer,
ihr irrt oder ihr seid im Irrtum. Warum? Weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Also einer von uns ist im Irrtum, weil wir anscheinend die Schrift nicht richtig kennen. Soll ich derjenige sein, bin ich auch gerne bereit, mich von der Schrift überzeugen zu lassen. Okay, so viel dazu. Jetzt komme ich mal zu diesem Kapitel. Römer 9, Paulus hat in 8 Kapiteln aufgezeigt, wie der Heilsplan Gottes aussieht. Und in Römer 9 macht es einen Schwenker, um auf das Volk Israel, das auserwählte Volk, zu sprechen zu kommen. Und darum geht es in diesem ganzen Kapitel. Jetzt ist es aber so, wenn man genau liest, ist es interessant, weil zunächst sagt er, dass die Israeliten immer ein großes Herzensanliegen sind. Und dann sagt er aber, dass nicht alle, die zum Volk Israel gehören, wirklich Israeliten sind. Und er fängt dann an, aufzuzeigen, dass nicht nur, weil ich mich auf Abraham berufen kann, zum Beispiel Ismael konnte das auch, gehöre ich zu dem Volk Israel, sondern nur, wenn ich ein Kind der Verheißung bin, also Isaak. Da macht er eine Unterscheidung. Und er fährt dann auch noch fort, aber auch wenn ich der Nachfahr von Isaak bin, bedeutet es trotzdem nicht, dass ich zum Volk Israel gehöre, denn Isaak hatte 2 Söhne, Esau und Jakob. Und Jakob war der Sohn, mit dem dann das Volk Israel entstanden ist. Esau wurde dann verstoßen. Und wenn wir genau lesen, und das ist ein großer Unterschied, viele Arminianer und Katholiken sehen dieses Kapitel so an, dass es hier um eine Vorherbestimmung geht um das Volk Israel. Aber wenn wir genau lesen, geht es in erster Linie nicht um das Volk, sondern um jeden Einzelnen, um einzelne Personen. Denn in Vers 8 heißt es, das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Er sagt interessanterweise nicht, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Israels, sondern sonst was, sondern sie sind Kinder Gottes. Also es geht ganz klar, was ist ein Kind Gottes? Wie werde ich das? Ist das vorherbestimmt? Kann ich mich da frei dafür entscheiden und so weiter? Und er führt es dann auf, dass es halt die Gnadenwahl Gottes ist. Er sagt zum Beispiel, gerade bei Jakob und Esau, ganz interessant, bevor sie geboren wurden und bevor sie Gutes oder Böses getan hatten, hatte Gott schon vorherbestimmt, dass Jakob, dass mit ihm das Volk Israel entstehen sollte. Und er sagt, durch seinen Vorsatz, also Gott hatte es vorgefasst. Dann fährt er fort, er macht einen Einwand. Was wollen wir jetzt dazu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Also nach dem Motto, hey Gott, stopp, die gehören doch beide zu Isaak. Was ist los? Warum kann nur einer von denen, der mit ihm die Linie fortgeführt werden? Und dann, das Argument des Paulus ist sehr interessant. Er nimmt einfach ein Zitat aus Mose, oder was Gott zu Mose sagt, und sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Also kein Mensch hat irgendetwas von Gott verdient. Es ist alles Erbarmen, es ist alles Gnade. Man kann nicht sagen, Jakob hat verdient, dass Gott irgendwie mit ihm handelt und Esau hat verdient, dass Gott nicht mit ihm handelt oder dergleichen, sonst ist alles Gnade. Und er fährt fort, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und um das zu bekräftigen, nimmt er jemanden, der nicht zum Volk Israel gehört, nämlich den Pharao. Er sagt dann, also es liegt nicht an dem Wollen noch an dem Laufen, dann sagt er, denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Also es ist wirklich krass, was hier steht. Und weil Paulus sich bewusst ist, dass es ein sehr krasses Statement ist, bringt er einen Einwand und er sagt, Vers 19, nun wirst du mich fragen, also Einspruch, warum tadelt Gott dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Es ist klar. Also dieser Pharao, wenn Gott ihn dazu berufen hat, das zu sein, was er war, wie kann Gott ihn dann richten? Und wie argumentiert Paulus jetzt? Paulus sagt nicht, und das, liebe Katholiken, bitte hört mir bitte zu, und Arminianer, wie alle heißen möget. Paulus argumentiert nicht so wie ihr. Viele werden sagen, ja stopp, weil Gott wusste, dass er sein Herz verhärten würde, deshalb hat er ihn erwählt. Oder wie auch immer, Gott sah voraus, weil für ihn alle Zeiten offen da liegen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, deshalb weiß er, wer sich für ihn entscheidet und deshalb hat Gott den Pharao dazu erwählt. Das sagt Paulus nicht. Wenn es so wäre, würde Paulus das sagen, weil das die einfachste Erklärung wäre. Aber er sagt, stopp, ich weiß, das ist ein Hammer, so eine Aussage zu machen, dass Gott souverän ist, ohne dass es an das Wollen oder an dem Laufen von jemandem liegt. Deshalb, wie argumentiert Paulus? Er sagt nicht, stopp, ich erkläre euch das mal, sondern er sagt, Mensch, wer bist du denn? Hat nicht der Schöpfer die Macht über das Gefäß?
Und dann fährt er fort mit dem Bild, dass wir eben nur Gefäße sind und dass der Töpfer Macht hat, das ein Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Naja, ich hoffe noch ein bisschen, also ertrag mich noch kurz. Genau, er hat die Macht, das ein Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen. Und dann fährt er fort, aber wozu? Warum macht er Gefäße zu Ehre und die andere zu Unehre? Können doch alle zu Ehre machen, warum nicht? Und dann fährt er fort, wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen, seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Also Gott hat eine Absicht. Gott hat eine Absicht mit dem Pharao. Er sagt es hier, damit mein Name groß gemacht wird. Und mit allen Personen, die er verhärtet, verfolgt er ein Ziel, nämlich, dass er seine Zorn, seine Macht erweisen kann. Umgekehrt, was ist mit den Gefäßen der Erbarmungen? Da fährt er fort, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Also Gott verfolgt eine Absicht. Das ist nicht reine Willkür, sondern er verfolgt eine Absicht damit. Wen er wie er wählt, das beschreibt es Paulus nicht. Dass irgendjemand irgendwas getan hätte, das verneint er sogar vehement. Bevor Jakob und Esau irgendwas getan hätten, hat er sie erwählt. Viele werden es argumentieren, ja, es geht jetzt eher um den das Stammesvolk Israel, deshalb hat er Jakob erwähnt und Esau nicht und so weiter. Wenn wir aber Esaus Leben sehen, sehen wir auch, er war nicht nur dazu bestimmt, nicht das Volk Israel zu gründen, sondern er ist auch nicht errettet. Ja? Also es geht nicht nur um die Erwählung eines Volkes und das Verwerfung eines Volkes, ja? Sondern ganz konkret, wir wissen, Esau fand keinen Raum zur Buße. Aber Gott verfolgt eine Absicht damit, souverän. Und das klingt für uns natürlich schockierend. Ja? Deshalb sagt das auch Paulus. Wie kann Gott dann richten? Das ist für uns nicht in erster Linie logisch. Und deshalb glaube ich auch irgendwo dran, weil wenn ich alles erklären könnte, was ja auch viele versuchen. Also ich habe in der Vorbereitung einfach mal geguckt, was so die Katholiken sagen um Christostomus. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er geht darauf ein und versucht es irgendwie umzudrehen und zu machen, dass es doch an dem Ton liegt und doch an unserem Wollen und doch, weil Gott weiß, wie sich Jakob entschieden hätte oder Esau, hätte er das gemacht. Aber Paulus argumentiert nicht so. Und da müssen wir uns fragen, sind wir schlauer als Paulus? Können wir es nicht einfach so stehen lassen? Gott ist souverän und er verfolgt seine Absicht. Er fährt dann weiterhin fort mit dem Volk Israel, dass die Heiden das Heil erreicht haben, weil sie glauben, die Israeliten nicht und so weiter und so fort. Aber in diesem Kapitel und gerade worauf wir uns wahrscheinlich, denke ich, ziemlich arg beschränkt werden, sind diese Aussagen von Erwählung. Und wir müssen genau sehen, es geht hier natürlich um das Volk Israel, aber es geht in erster Linie um die einzelnen Personen, denn in den weiteren Kapiteln spricht er konkret über das Volk und die Zukunft dieses Volkes, dass Gott eine Zukunft mit ihnen hat. Aber genau hier sehen wir, Gott ist souverän, er verfolgt seine Absicht. Und mir geht es nur darum, in erster Linie, ich kann das Wort Gottes nicht verfälschen, das ist mir wichtig. Wenn er sagt, es liegt nicht an jemandes Wollen noch laufen und Gott hat erwählt, bevor sie etwas getan haben, als ihre Taten haben keine Rolle gespielt für ihre Erwählung, dann kann ich nicht hingehen mit einem guten Gewissen und sagen, die Schrift irrt, ihr habt recht. Das wäre soweit erstmal zu diesem Punkt. Okay, du hast 9 Minuten jetzt geredet, du hättest noch Zeit. Oh, die kannst du beim Elmas draufschlagen. Okay. Gut, also du hast jetzt 9 Minuten geredet, du sagst aber, du hast das wirklich freiwillig, das passt so, ja, du hättest noch Zeit. Ja, ja. Okay, gut. Es heißt ja, Gott ist im Himmel, du auf der Erde, deshalb seien deine Worte wenige. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank, Jan, dass du dir Zeit genommen hast, dass du hier 9 Minuten deinen Standpunkt klar gemacht hast. Ich hoffe, die Zuschauer haben auch richtig zugehört. Es ist wichtig, Jans Standpunkt richtig zu verstehen, auch später fürs Kreuzverhör. Jan, ich würde dich jetzt runternehmen. Ja. Und genau, Moment. Elmas, du hast jetzt 15 Minuten. In dem Moment, wo du die erste Silbe aussprichst, werde ich den Timer starten. Deine Zeit. Okay. Danke an Marcel für die Moderierung und danke auch an Jan zur Teilnahme an der Debatte. Ja, wir werden heute eine Fahrradtour starten. Was meine ich damit? Folgendes. Wichtig für die Auslegung bei Römer 9 ist, dass man nicht zu früh stehen bleibt. Jan hatte schon erwähnt, Römer 9 handelt um das Thema Israel, das ist richtig. Aber Römer 9 darf nicht isoliert werden von Kapitel 10 und Kapitel 11. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt eine gewisse Entfaltung, kann man sagen, die man verpassen kann, wenn man zu früh stehen bleibt. Das heißt, wenn wir allein bei Römer 9 stehen bleiben, kann es sein, dass wir oberflächlich eine doppelte Vorherbestimmung ableiten, die jedoch im nahen Kontext nicht gegeben ist und auch nicht im Gesamtkontext, wie ich beweisen werde.
Deswegen zwei Regeln, die für mich wichtig sein werden in dieser Debatte, wenn ich mich gleich mit dem Text auseinandersetze, sind folgende. Wir werden auf die Vorwärtsbewegung der Geschichte achten, das heißt der nahe Kontext. Was möchte Paulus hier entfalten? Und dann eben auch, wie diese Auslegung, ob diese Auslegung in Übereinstimmung ist mit dem Gesamtkontext des Briefes, das heißt der weite Kontext des Römerbriefes. Und Jan hat es schon erwähnt, Römer 9 handelt um Israel, aber nicht nur Römer 9, eigentlich Römer 9 bis Römer 11. Das ist eine Einheit. Egal in welchen Lager du hier schaust, ob das jetzt katholische Theologen sind, orthodoxe Theologen sind, protestantische Theologen sind, hier ist wirklich Einheit. Römer 9 bis Kapitel 11 handelt um Israel. Man findet dann folgende Überschriften von verschiedenen Kommentatoren, zum Beispiel Gottes Treue zu Israel oder die Gerechtigkeit Gottes von Gottes Treue, das Wirken des Evangeliums in Bezug auf Israel. Oder die Realität der Rechtfertigung in der Geschichte Israels. Oder die Verteidigung des Evangeliums, das Problem Israel. Also wir sehen hier, bei vier verschiedenen Theologen ist immer wieder Israel aufgetaucht. Und sogar wenn man sich Bibelübersetzungen anschaut, ist es auch so angegeben. Das heißt, Folgendes müssen wir verstehen. Eigentlich haben wir schon das Thema verfehlt bei der Debatte, denn Römer 9 handelt um Israel und nicht um eine doppelte Vorherbestimmung. Das heißt, wenn wir hier Dinge ableiten aus Römer 9, wenn wir Dinge ableiten zur Vorherbestimmung, dann ist es eher nur zweitrangig. Paulus, sein Hauptproblem ist, was ist mit Israel? Wie kann es sein, dass sie nicht glauben? Das ist, was ich erklären will. Und warum er auch gleich diese ganzen Beispiele anführen wird. Ganz kurz. Jetzt. Mit welchem Text werde ich mich beschäftigen? Ich werde mich hauptsächlich fokussieren auf Römer 9, die Verse 10 bis 18 und Vers 21. Da heißt es folgendes. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, verhärtet er. Und dann auch Vers 21, oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Das heißt, wie vorhin schon erwähnt, all diese Illustrationen und Beispiele, die Paulus jetzt aufführen wird, dienen dazu da, um diese Frage mit Israel zu beantworten. Warum? Es gibt ja eine Anklage, oder die könnte man ableiten gegenüber Gott. Wie kann es sein, dass dieses Bundesvolk mit dem Gott diese Bündnisse geschlossen hat, dass sie nicht glauben und Gott sich den Heiden zugewandt hat? Ist Gott etwa ungerecht, ja? Und vor allem, wenn Gott eben sich von Israel abgewandt hat, wie können die Heiden sicher sein, dass er sich nicht von ihnen abwenden wird? Ja, wie hängt das alles zusammen? Das heißt, Paulus wird hier anfangen, das zu entpacken und er beginnt hier bei Römer 9. Jetzt hier zu dem Text, den ich vorgelesen habe. Hier wird gerne von Calvinisten angeführt, wie eben auch Janis getan hat, hier, wo es heißt, weder Gutes noch Böses, Vers 11c, und nicht aufgrund von Werken, das heißt Vers 12a. Und hier sagt man dann Folgendes, wie Janis auch dargelegt hat, das heißt, vor Grundlegung der Welt, und das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, das heißt, vor Grundlegung der Welt hat Gott unabhängig von guten oder auch bösen Werken, das darf man nicht so leicht überlesen, das heißt, unabhängig von bösen oder guten Werken hat Gott entschieden, wer in den Himmel geht und wer in die Hölle geht. Das ist, was mit diesem Vers eben ausgesagt wird. Da gibt es aber ein Problem. Wie ich vorhin gesagt habe, wir beginnen unsere Fahrradtour und wir dürfen nicht zu früh stehen bleiben. Und der Kontext lehrt, aber genau das Gegenteil. Der Kontext lehrt, dass ihre Verwerfung, also die von Israel, wegen etwas Bösem ist, nämlich den Unglauben und ihren Werken. Das heißt, die kalvinistische Ansicht will uns sagen, es war unabhängig von guten oder bösen Werken, dass Israel verworfen wurde oder dass ein Mensch verworfen wird. Wobei ich werde jetzt hier immer Israel benutzen, weil der Kontext handelt um Israel. Der nahe Kontext sagt uns aber nein, sie wurden nicht einfach so grundlos verworfen.
Hier ein Beispiel, Römer 9, Vers 30 bis 33, das ist der nahe Kontext, also eine Vorwärtsbewegung. Paulus sagte, was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Und jetzt gut zuhören. Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Moment mal, Paulus, ich dachte, du hast uns gerade eben erklärt, dass sie unabhängig von irgendwelchen Werken verdammt wurden. Nein, Paulus sagt hier, der Grund, warum sie das Ziel nicht erreichen, ist, weil sie es nicht aus Glauben versuchen. Das heißt, Glauben an Jesus. Er sagt weiter, sie haben sich gestoßen an den Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Strauchelns. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Problem ist nur, die Israeliten glauben nicht. Römer 10, Vers 3, dasselbe. Denn da sie, also Israel, Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das heißt, das sind hier böse Werke. Erstmal Unglaube und sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott aufzurichten. Das heißt, ihre Verwerfung hier direkt im selben Kapitel, Kapitel 9 und auch in Kapitel 10, ihre Verwerfung wird aufgrund ihrer eigenen Schuld. Römer 11, Vers 6, wenn aber durch Gnade so nicht mehr werken, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Und hier muss man sich ein bisschen hineinversetzen in diese Juden hier aus dem ersten Jahrhundert. Die Israeliten halt hatten ein falsches Verständnis von einigen Sachen. Erstmal haben sie gedacht, dass ihre nationale Zugehörigkeit ihnen das Heil sichert. Nein, das ist falsch. Deswegen wird Paulus hier auf die Kinder des Fleisches und so weiter eingehen. Aber sie hatten auch eine falsche Vorstellung von Werken. Und zwar haben sie Folgendes gedacht. Sie haben gedacht, dass Gott ihnen das ewige Leben schuldig wäre, dass Gott verpflichtet wäre, ihnen etwas zu vergelten. Ja? Das heißt, dass sie einen Anspruch hätten durch ihre Verdienste oder durch ihre Werke. Und das ist nicht richtig. Ist das beständig mit dem weiten Kontext des Römerbriefes? Ja, Römer 3, Vers 24, da heißt es, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, oder auch in Römer 4, Vers 4. Das heißt, beständig mit dem Kontext. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, Paulus lehrt im nahen und weiten Kontext, dass die Israeliten wegen ihrer Bosheit, also Unglaube und Werken gefallen sind, was somit der Auslegung widerspricht, dass sie unabhängig von guten oder bösen Werken verdammt wurden. Zweiter Punkt. Hier geht man dann zu Vers 18 und sagt, also, wen er will, dessen erbarmt er sich, also das sind dann Gefäße der Ehre, gemäß Vers 21, und wen er will, verhärtet er, das sind dann Gefäße der Unehre, gemäß Vers 21. Hier gibt es aber einige Probleme. Problem 1, Verhärtung bedeutet nicht Verdammung und im Falle von Israel ist sie nur temporär. Und das sehen wir auch im nahen Kontext. Römer 11, Vers 15, denken wir daran, Paulus hat angefangen, seine Argumentation zu entfalten in Römer 9 und in Römer 11 ist er fast am Ziel angekommen. Calvinisten wie Jan sind aber nur stehen geblieben bei Römer 9. In Römer 11 heißt es aber, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders als Leben aus den Toten? Das heißt, sie wurden verworfen, aber sie werden wieder angenommen werden. Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sind. Und hier wieder Römer 11, Vers 26, die abschließende Aussage eigentlich von dieser ganzen Thematik. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Da wird eigentlich diese Frage dann auch beantwortet. Problem 2, und hier geht es um Pharao. Hier sagt man, ja, Pharao hier wurde einfach vor Grundlegung der Welt eben zur Höllefeuer bestimmt und Gott verherrlicht sich nun, indem er hier ihn richtet und so weiter. Problem ist nur, wenn wir darüber denken, was Paulus hier eigentlich behandelt, nämlich das Thema von Israels Unglauben, dann führt er hier Pharao an, um etwas zu verdeutlichen. Und das ist Folgendes. Genauso wie Pharao verhärtet wurde durch seine eigene Schuld übrigens, genauso dient Israels temporäre Verstockung, also ihr Unglaube, dem Zweck, dass die Heiden das Evangelium hören, das heißt, dass Rettung geschieht. Das heißt, genauso wie Pharao verstockt wurde und die Israeliten gerettet wurden, genauso wie jetzt die jetzigen Israeliten temporär verstockt sind, geht das Heil hinaus zu den Heiden. Römer 11, Vers 11 bis 12, da heißt es nun, frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Ist Israel gefallen, wurden sie verstockt, um einfach nie wieder aufzustehen? Auf keinen Fall. Vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Wenn nun schon die Welt durch ihren Fehltritt reich gemacht wurde und ihr Verlust für die anderen Völker einen großen Gewinn brachte, was wird es dann erst sein, wenn Israel in volle Zahl umkehrt? Problem 3 bezüglich diesen Gefäßen des Zorns.
Wir sehen im nahen Kontext und auch im weiten Kontext, vor allem im weiten Kontext, dass Gottes Zorn schon offenbart wird, Römer 1, Vers 18. Und Dahingebung und Verhärtung werden von Paulus als Konsequenzen der Sünde bezeichnet. Also auch hier wieder böse Werke, böse Dinge. Das heißt, wenn diese Auslegung stimmen soll, dass Jakob und Esau grundlos, unabhängig von irgendwelchen bösen oder guten Werken, verdammt wurden, dass dies auch auf Israel zutrifft und auf jeden Menschen da draußen, der endgültig in die Hölle gehen wird, dann würde das dem Kontext hier widersprechen. Also kann Paulus das nicht im Sinne haben. Hier ein Beispiel. Wenn man, ich werde jetzt nicht das Ganze vorlesen, aber wenn ihr zu Römer 1 geht und euch mal Vers 21 bis Vers 28 ruhig durchliest, dann werdet ihr immer wieder etwas feststellen. Paulus spricht immer wieder von einer Dahingebung, 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 Dahingebung. Und die Dahingebung hat immer eine Grundlage, die vorher gegeben ist, nämlich Sünde, Bosheit und Ungehorsam. Hier ein Beispiel, Vers 23, Römer 1, Vers 23. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, jetzt pass auf, in den Begierden ihrer Herzen. Er gibt sie hin in die Begierden ihrer Herzen, in ihre böse Herzen. Problem 4. Wenn Paulus uns sagen will, dass der Grund für Israels Unglauben der ist, dass einige von ihm Gefäße des Zorns und somit zur Höllefeuer bestimmt sind, dann würde es keinen Sinn ergeben, für ihre Rettung zu beten. Zum Beispiel Römer 9, Vers 1 bis 3 betet Paulus für sie. Also er wünscht sich hier, dass sie errettet werden. Und hier kann man sich auch eine Sache fragen. Paulus hat so eine Liebe für sein Volk, dass er wünscht, von Christus getrennt zu sein. Hat Paulus eine größere Retterliebe für Israel als der Herr Jesus Christus? Hat er sie? Das ist eine Frage an Jan, die er heute beantworten kann. Oder Römer 10, Vers 1. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden. Moment mal, Paulus, ich dachte, du hast uns schon dargelegt, dass sie grundlos verdammt sind. Warum willst du noch, dass sie gerettet werden? Oder Römer 11, Vers 13 bis 14, wo er hier wünscht, dass er einige von ihnen errette. Problem 5. Und das ist ganz wichtig. Der Kontext des Römerbriefes lehrt ausdrücklich, wirklich ausdrücklich, dass der einzige Grund, warum Menschen den göttlichen Zorn erfahren werden, ihr Ungehorsam und Unglaube ist und nicht, weil sie dafür gesetzt wurden. Hier Römer 2, 1 bis 5. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies, Mensch, der du die richtest, die das etwas tun? Die so etwas tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selbst Zorn auf? Nicht gemacht als Gefäße des Zorns, von Gott und unabhängig von guten oder bösen Werken. Nein, Paulus sagt, ihr häuft euch selbst Zorn auf für den Tag des Gerichts. Und dann Römer 2, Vers 8. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Das heißt, es muss immer eine Grundlage an Sünde da sein. Zusammenfassung: Israel ist nicht hoffnungslos zum Unglauben vorherbestimmt und somit endgültig verhärtet als Gefäß des Zorns, denn Israels Verhärtung ist temporär. Dahingebung und unter Gottes Zorn zu stehen, geht immer die Sünde voraus, welche allein die Grundlage für Gottes Zorn ist. Durch Buße und Glauben wird man ein Gefäß zur Ehre. Abschluss. Wenn Paulus in diesen genannten Texten eine doppelte Vorherbestimmung lehren würde, würde es dem nahen und weiten Kontext widersprechen und ist somit zu verwerfen. Danke. Danke, Elmas. Es waren 14 Minuten und 40 Sekunden. Du hast es jetzt noch ein paar Sekunden, aber du verzichtest drauf freiwillig, Ja. oder? Okay, gut. Ich hole Jan rein und schaue, dass ich das. Na, wie kriege ich das hin? Naja, wir leben jetzt einfach mit. Genau. So, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, Jan, Elmas, für diese Aufarbeitung von eurer Sicht. Ich bitte auch nochmal die Zuschauer. Und beziehungsweise ich hoffe, ihr habt zugehört. Es ist sehr wichtig, um auch später dem Kreuzverhör, was gleich kommt, zu folgen. Wir haben Jans Sicht gesehen und gehört. Wir haben Elmas Sicht gesehen und gehört. Jan und Elmas, ich hoffe, es geht euch gut. Ja. Ja? Noch fit? Okay. Ich würde sagen, Jan, du beginnst. Du hast mit deiner ersten Silbe, die du sprichst, 15 Minuten Zeit, Elmas zu dem Thema zu befragen, nach dem Regelwerk, das wir vereinbart hatten. Und Elmas, ich bitte dich, klar,
deutlich und zu antworten. Ja, wir bitten halt darum, dass nicht die Zeit ausgespielt wird. Vielen, vielen Dank und ich schalte mich dann wieder ein, wenn es die Zeit fertig ist. Okay, ich hatte ja erwähnt, dass es wichtig ist, die Schrift zu kennen. Zu behaupten, dass Römer 9 um Israel geht, meint, hier steht in Vers 24, aufpassen, als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Also es geht nicht nur um Israel. Wer das behauptet, nimmt diesen Text raus und das kann nicht stimmen. Und deshalb noch einmal, es geht um die Kinder Gottes. Es sei denn, du würdest diesen Vers leugnen. Das glaube ich, tust du nicht. Nee, ich leugne den Vers nicht. Vielleicht kann ich genau entpacken, was ich gemeint habe. Also, wenn ich gesagt habe, dass dieser Abschnitt um Israel handelt, wie eben, wie ich vorhin gesagt habe, auch alle Theologen sich einig sind, da geht es eben um die Frage, warum glauben die meisten Israeliten nicht? Das ist die Hauptfrage. Warum glauben sie nicht an das Evangelium und wie hängt Gottes Gerechtigkeit damit zusammen? Und wie So legst du würde ich diesen das machen. Vers jetzt aus? Ich meine, der Vers wäre mir jetzt wichtig, Vers 24. Auch uns berufen. Also es geht um die Kinder der Verheißung, zu denen wir auch gehören, weil wir zu den Berufenen gehören, wie ich dargelegt habe. Vers 24. Es geht nicht um Israel, es geht um jeden Einzelnen, der zu den Kindern Gottes gehört. Wie legst du den aus? Nee, Vers genau. Ach so, Vers 24. Also, Moment, lass mich kurz aufmachen hier. Genau, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Folgendes. Die Gemeinde in Rom, es gab bestimmte Spannungen in der Gemeinde in Rom und die kann man herauslesen aus den Römerbriefen. Zum Beispiel, Paulus spricht immer wieder diese Aspekte mit dem Gesetz an, auch manche Speisevorschriften, aber auch Werke des Gesetzes und so weiter. Und man ist sich einig, die Gemeinde in Rom war eine gemischte Gemeinde. Kommentatoren streiten darüber, wer die Mehrheit hat, aber um Folgendes geht es. Die israelitischen Gläubigen, die jüdischen Gläubigen, hatten sich für etwas Besseres gehalten. Und dasselbe sieht man auch bei den Heiden. Und um was es hier geht, was Paulus hier darlegt, es ist nicht ungerecht, wenn ihr Israeliten meint, dass Gott sich zu den Heiden zuwendet. Deswegen sagt er hier, hat er auch uns berufen aus den Heiden. Und das Ja, aber ich Interessante glaube nicht. ist, Das stimmt ja nicht. Weil, ja, okay, dann flach fort, aber das geht nicht von nee, meiner Zeit ab, bitte. ich kann es dir nochmal hier aus dem Text zeigen, nämlich aus ab Vers 23 schon. Und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit in den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gab, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, ja, Ja, nämlich an genau. uns, die er auch berufen hat, an uns Judengläubigen, nämlich an uns, die er auch berufen hat. Und jetzt nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Das heißt, ich habe hier nicht per se, also wenn ich sage, dass es sich um Israel handelt, dann stellt sich aber auch die Frage, ob Gott ungerecht ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass er sich auch an die Heiden zugewandt hat. Und Paulus sagt hier, nein, es ist nicht ungerecht, weil er hat uns auch berufen. Das heißt, da ist gar kein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Nee, eben, es geht um die Gefäße des Erbarmens und darum geht es. Kinder der Verheißung, das sind die Gefäße des Erbarmens. Es gibt die Kinder des Zorns und die Kinder des Erbarmens und dazu gehört eben nicht nur Israel. Aber gut, lassen wir das so stehen. Das andere ist Römerbrief 8, Vers 7, weil die Katholiken immer darauf sich berufen, als ob, also es hört sich immer so an, als ob der. Also, ob Gott ungerecht wäre, das würde bedeuten, dass es wirklich gute Menschen geben würde. Also, die von sich aus gut sind. Aber, und deshalb, ich sage nicht, dass Gott gute Menschen für die Hölle bestimmt, oder, sondern ich sage, es ist niemand, der gut ist. Und da sind wir eigentlich mit dem Römerbrief. Warum? In Römer 8, Vers 7 heißt es, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott. Denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und deshalb, niemand ist gut. Deshalb sagt Paulus hier, es liegt nicht an dem Wollen und Laufen, denn keiner will wirklich und keiner kann Entschuldigung, wirklich. ganz, Ja. ganz kurz, ich habe die Zeit gestoppt. Es ist nur wichtig, dass wir eine Frage präzisieren. Ja, deshalb, ich komme zu Okay. meiner Frage. Ich komme zu Okay, meiner gut, Frage. okay. Nicht, Deshalb, dass das wie kannst du sagen, es gibt doch gute Menschen, wenn wir sagen, nein, Paulus sagt, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft. Niemand ist gut, es sei denn, du bist ein Gefäß der Barmherzigkeit, weil Gott es nicht hineingelegt hat. Wie willst du das begründen? Okay, erstmal, ich habe überhaupt nichts von guten Menschen gesagt, aber hier hast du ein falsches Verständnis von der katholischen Lehre. Ich kann dir hier mal vorlesen vom Konzil von Trient, Kanon 1 über die Rechtfertigung. Wenn jemand sagt, dass der Mensch durch seine eigenen Werke vor Gott gerechtfertigt werden kann, sei es durch die Lehre der menschlichen Natur oder durch die des Gesetzes ohne die Gnade Gottes durch Jesus Christus, der sei verflucht. Das heißt, hier liegt ein falsches Verständnis bei dir vor von der katholischen Theologie.
Okay, also ist der Mensch nicht Feind Gottes, sondern irgendwie doch in der Lage, ihm irgendwie an ihn zu glauben und ihm wohlzugefallen. Der Also Mensch er ist durch nicht so, Gottes, er ist nicht so Paulus praktisch. durch Gottes Gnade, ja, ist er dazu fähig, richtig. Also doch durch Gottes Gnade. Gut. Ja. Okay. Gut. Das Herz des Pharao. Frage dazu. Ich darf die ganze Bibel nehmen, gell? Weil ihr Ja, werdet so argumentieren, dass er hast nicht du. bestimmt ist. Dankeschön. Jetzt wichtig, deshalb ist wichtig, die ganze Schrift zu kennen. Psalm 105, Vers 25 über das Volk Israel in der Zeit von Ägypten, da steht: Er, Gott, verwandelte ihr Herz, dass sie sein Volk hassten, arglistig handelten an seinen Knechten. Also nicht der Pharao verstockte sein Herz, sonst was, sondern bevor dieser Pharao überhaupt war, weil Israel war ja einige Jahrhunderte dort, einige Jahre dort, er verstockte ihr Herz. Was ist die Was? Ja, Frage? gut. Ich dachte, dass der Mensch es irgendwie machte, dass das Gott es nicht tun würde, dass er nicht die Gefäße vorherbestimmt. Aber offensichtlich tut er es, laut diesem Vers. Gott verstockte ihr Herz, weil er eine Absicht hatte. Oder wie siehst du das? Ich denke mal, wir müssen ja die ganze Schrift harmonisieren. Erstmal, Jakobus sagt uns, Gott versucht niemanden zum Bösen. Ja? Das müssen wir schon mal festhalten. Das heißt, wenn wir hier über Verstockung reden, dann würde ich es eher so definieren, wie wir in Römer 1 sehen, dass Gott sie dahin gibt. Das heißt, Verstockung kann ja so sein, dass ich ein Stück Brot einfach liegen lasse. Es wird einfach hart von sich selbst. Das heißt, wenn ich dem einfach etwas entziehe, wird es hart. Und nach Römer 1 werden sie dahingegeben in die Absicht ihrer Herzen. Nach deiner Auslegung würde zwingend damit bedeuten, dass Gott Menschen zum Sündigen bringt. Und das ist der Schrift komplett fern. Also er verwandelte ihr Herz, dass sie sein Volk hassten, das stimmt nicht, hat er nicht gemacht. Nee, die Frage ist nur, wie hat er es gemacht? Ja. Hat er das so gemacht, dass er die Menschen dazu getrieben hat, zu sündigen? Da würde ich sagen, nein. Das heißt, Gott hat seine Ziele und Zwecke erfüllt, aber er hat nicht Sünde in ihnen bewirkt. Er hat es zugelassen und durch seine Souveränität auch so geführt, dass seine Pläne zustande kommen, aber er bringt niemanden zum Sündigen. Aber diese bösen Gefäße, die er nachher bestraft hat mit dem Gericht über Ägypten, die hat er dann. Na gut, okay. Ja, was ist die Frage? War das eine Frage oder was meinst du mit Gut, böse offensichtlich, Gefäße? offensichtlich verstockt Gott ja dennoch die Herzen. Ganz kurz, ich habe die Pause. Ich habe noch mal 7 Minuten haben wir gerade. Es ist ganz wichtig, Jan, bitte wirklich eine konkrete Frage zu stellen, weil sonst verlierst du auch Zeit, weißt du? Tut mir Bitte, leid. wenn da, nein, nein, Darf ich kein die Problem. nächste Frage über? Darf ich die Ganz kurz nächste? noch. Ganz kurz. Du Ja. darfst aufbauen, es ist gar kein Problem, aber dann braucht es irgendwie eine konkrete Frage, sowas wie, hat er es jetzt getan oder nicht oder was auch immer du fragen willst, aber es muss eine Frage geben. Okay. Danke, Entschuldigung, die Zeit Dann läuft. lassen wir das Thema, ob Gott jetzt die Herzen verstockt, weil er die Herzen kennt oder weil er sie nicht kennt. Eine Frage hätte ich noch. Tut mir leid, so ein Kreuzverhör ist ja eigentlich schon ein bisschen gemein, gell? Ja, genau. Und zwar in diesem Kontext. Also mir ist nur wichtig aufzuzeigen, dass halt, dass man Römer 9 schon im Kontext der gesamten Bibel zu verstehen hat. Ja, deshalb, wenn es nur Römer 9 gäbe, käme man vielleicht zu ein paar verschiedenen Schlüssen. Und zwar, bevor ich die Frage stelle, kurzer Input in Matthäus 11. Da geht es darum, dass Jesus Christus in Vers 20 über die Städte wehklagt, die nicht Buße getan haben, obwohl er Wunder getan hat. Und dann sagt er zum Beispiel, dass Sodom und Gomorra Buße getan hätten, wenn dort die Wunderwerke geschehen würden, wie in Kapernaum zum Beispiel. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast und es unmündigen offenbart hast. Und dann sagt er so schön: Alles ist mir vom Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Und da lese ich jetzt raus die Souveränität Gottes. Nicht jeder erkennt den Vater, nicht jeder erkennt den Sohn, nicht jeder tut Buße, Sodom und Gomorra zum Beispiel. Und Jesus sagt ganz klar: Nicht, weil sie nicht wollen, nicht, weil sie nicht laufen, sondern weil ich es ihnen offenbare oder ich offenbare es ihnen nicht. Oder wie würdest du das sehen? Ich denke, dann bist du im kompletten Widerspruch zu den anderen Stellen in der Bibel, wo daneben Gott auch sie dafür verantwortlich hält. Das heißt, du willst uns hier sagen, sie wurden von Gott dafür gesetzt, nicht zu glauben und später bestraft Gott sie für diesen Unglauben. Und ich denke, das tut der Schrift einfach zu viel Gewalt an und tut die Schrift nicht harmonisieren. Du legst eine Betonung zwar auf die Souveränität Gottes, aber ich würde eher sagen,
Es ist eine Überbetonung Gottes, mit der du dem Charakter Gottes schadest. Dem heiligen Charakter Gottes schadest. Okay, aber eine konkrete Antwort auf diese Aussage, die Jesus, der Herr, selber trifft. Ja, welche genau? Welche genau? Ja, er sagt, und niemand erkennt den Vater als der Sohn und der, welcher des Sohnes offenbaren will. Ja. Also, ist aber das so, ja oder nein? Oder? Aber schau mal, ja, das stimmt, aber steht da, wie er es tut, steht da nicht da. Ja. Gut, die du Frage setzt dir ist, einfach voraus, du setzt dir einfach voraus, deine reformierte Theologie, dass die damit gemeint ist. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Ja, da steht nicht, ja, gut, wie dann, es dann, 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 da mir, steht nicht von ihrerseits, ihre Verantwortung, gar nichts. Dann gib mir die Antwort. Was willst du genau wissen? Was? Ja, offenbart sich der Sohn nur denen, den er will, oder allen? Er offenbart sich allen, ja. Mhm. Ja gut, dann sehe ich wohl diesen Vers. Und ich würde hier dir einfach mit einer Schriftstelle antworten. Darf ja, ich? Ja, 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 jederzeit. Und zwar, hier ist, wie ich das begründen würde. Lass mich noch kurz schauen, ob ich die Stelle finde. Der 1. Timotheus 2, hier heißt es in Vers 4, ich lese Vers 3, dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Und ich würde hier sagen in Vers 3, Jesus ist der Gott von allen Menschen. Er ist nicht nur der Gott von einer bestimmten Anzahl von Menschen, also ist er auch der Retter von allen Menschen. Und deswegen will er auch, dass alle Menschen wirklich und aufrichtig errettet werden. Wenn Jesus weint und sagt, ihr wollt, wenn Jesus weint über Jerusalem oder wenn er sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, um das ewige Leben zu haben, dann meint er das ernst. Das heißt, er sagt nicht, ihr wollt nicht zu mir kommen, weil ihr verblendet seid. Übrigens wäre es dann interessant auch zu wissen, wenn die sowieso total verdorben sind und nichts Gutes tun können, warum muss der Vater sie noch verblenden? Nein, Jesus will, dass sie kommen. Die Verantwortung ist da, sie tun es nicht, sie werden dafür bestraft. Und das ist einfach das biblische Zeugnis, was wir sehen von 1. Mose bis Offenbarung. Menschliche Verantwortung ist gegeben und die wird bei dir komplett aufgehoben. Und Gott wird die Schuld zugeschoben für alles. Aha. Gut, weil wir natürlich ein unterschiedliches Bild haben. Ich sage, der Mensch ist total verdorben und unfähig, wie Paulus sagt, das Fleisch ist nicht in der Lage, weil es Feindschaft mit Gott ist, jemals irgendwas, was Gott sagt oder tut, zu bejahen, sondern ist Feindschaft. Aber gut. Aber schau mal, wie du dir hier selbst widersprichst auf einmal. Jetzt auf einmal ist der Mensch schuld. Aber vorhin hast du so sehr darauf... Nein, alle Menschen. Alle, nicht einzeln. Aber Gott ist es doch, der das in ihnen gewirkt hat, oder nicht? Ist nicht Gott die Ursache für ihre Verdorbenheit? Der Sündenfall ist die Ursache ihrer Verdorbenheit. Aber vorhin hast du doch so sehr darauf gepocht, dass es unabhängig von guten oder bösen Werken ist. Jetzt auf einmal ist der Sündenfall dafür schuld, dass sie verdorben sind. Nein, also stopp. Schau mal, der Sündenfall ist ja ein Werk, was geschehen ist. Aber vorhin hast du gesagt, es war unabhängig von guten oder bösen Werken. Nein, das widersprichst du dich selbst. Nein, tue ich nicht. Durch die Sünde sind wir alle gefallen. Mhm. Und deshalb brauchen wir alle Erbarmen. Deshalb sagt Paulus nicht, Gott ist gerecht, indem er die anderen beruft als gute Gefäße oder als schlechte Gefäße, sondern er sagt, es ist sein Erbarmen. Wir brauchen alle Erbarmen, richtig. Hast du sehr schön gesagt. Wir brauchen alle Erbarmen, richtig. Weil wir alle schuldig sind. Aber noch eine Frage, weil ich glaube, meine Zeit läuft ab. Ja. In 1. Korinther ist ja auch von Paulus und er hat dieselbe Argumentation wie in Römer 9. Er sagt ja dann, und zwar, Vers, 1. Korinther 1, Vers 26, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das 1. Korinther 1, Vers? Entschuldigung, 1. Korinther 1, Vers 26. Ja. Oder Vers 25, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehm, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, damit er zunichte machte, was etwas ist. Und da haben wir ja eigentlich auch wieder diese Erwählung, Berufung. Aufgrund von was? Damit Gott das, was etwas darstellt, wie den Pharao, er hat den Pharao geschaffen oder hier diese Edlen. Warum? Um sie eigentlich als ein Gefäß zu nehmen, was seinen Zorn bekommt. Und das Unedle, wie die Israeliten, die Sklaven waren, die hat er verherrlicht, um sein Erbarmen zu zeigen. Und Paulus sagt ja hier, ihr seid nicht berufen, liebe Korinther, weil Gott wusste, dass ihr glaubt, weil er irgendwas Gutes in euch gesehen hat. Nein, ihr wart nichts. Und das sehen wir bei dem ganzen Volk Israel. Darf ich antworten drauf? Weil du ja, Entschuldigung. Predigen und nicht eine Frage stellen. Also, aber das widerspricht wieder deine,
Das widerspricht wieder deinem eigenen System. Vorhin hast du so sehr darauf gepocht, das war unabhängig von irgendwas. Paulus sagt uns, da war doch etwas, ihr seid schwach. Das heißt, da war eine Grundlage da. Es war nicht bedingungslos, wie du uns vorhin klar machen wolltest. Das heißt, hier, gerade in 1. Korinther 1, hast du dir gerade selber ins Knie geschossen, weil da doch eine Grundlage da ist für die Aussage. Also die Korinther haben sich selbst entschieden, nicht zu sein und schwach zu sein und unedel zu sein? Nee, ich wollte dir nur zeigen, wie unbeständig du bist, weil vorhin hast du so sehr darauf gepocht, dass da keine Grundlage im Menschen für die Auserwählung ist. Dort sagt Paulus aber, ihr seid auserwählt und er sagt, ihr wart schwach, da ist schon eine Grundlage da. Außerdem heißt es, dass keine Reichen irgendwie errettet werden können, dass keine Reichen erwählt sind. Nein, das heißt, Paulus will hier eigentlich eher etwas verdeutlichen. Wir sehen trotzdem, dass es auch Reiche gab, weil er eben sagt, wie die Reichen sich zu benehmen haben. Das ist eher seine Argumentation. Ich denke, man sollte da nicht zu viel in den Also Text hineinlesen. will Gott nicht durch die Armen das zerstören, was etwas ist, nämlich Stolz und Mächtiges, wie Ja, das haben. sicher. Ja. Also will er doch. Das kann ich zugeben. Das ist eigentlich, ich verstehe nicht, was das für ein Ja, Problem ist, in meiner es Ansicht geht darum, darlegen. dass Du es hast eben eigentlich nicht das an dem Wollen und Problem. Laufenden liegt. Aber Aber gut. Jan, du sagst uns, die Auserwählung ist komplett grundlos, überhaupt wegen irgendwas. Das heißt, warum gehst du jetzt zu 1. Korinther, wo eine Grundlage für die Auserwählung gegeben ist? Gut, wir verstehen wir auch dieses Kapitel anders da. Aber okay, meine Frage war Ganz nur, kurz, ganz ja. kurz. Wir haben jetzt die 15 Minuten, aber durch ein paar Verzögerungen deine letzte präzise Frage jetzt, Jan. Und dann wechseln wir. Sprüche 16, Vers 4. Frage, ob das stimmt. Alles hat der Herr zu seinem bestimmten Zweck gemacht, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Das Ja macht oder nein? Sinn. Ja. Gut. Fertig. Ja. Das reicht dir schon? Ja. Weil ich würde einfach gerne einen Vers weiterlesen, ja. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige, die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Okay, vielen Dank. Vielen Ja. Dank. Kreuzfahrer sind spannend, dynamisch. Ich habe es hier gespürt. Jan und Elmas, ihr habt das wirklich toll gemacht. Vielen, vielen Dank. Also, sorry, ich wollte dich nicht persönlich angreifen oder so. Du, alles gut. Alles gut. Sehr Okay. gut. Kein böses Blut ist gefallen. Jan, ich bitte jetzt an dich. Du wirst jetzt 15 Minuten Fragen bekommen, Elmas. Stell sie direkt und klar, Jan, bitte so gut es geht, direkt und klar antworten. Mit deiner ersten Silbe, Elmas, läuft dann die Zeit. Du darfst. Gleich, gleich. Jan, Ja. gehen wir zurück zu Römer 9. Du hast vorhin in deiner Eröffnung gesagt, dass die Auserwählung und Verdammung, ganz gern zustimmen, dass sie unabhängig ist von irgendetwas Gutem oder Bösen. Ist das richtig? Was in den Menschen ist? Sie ist nicht aufgrund von Werken, sie ist nicht aufgrund von irgendwas in den Menschen, richtig? Allein wegen Gott. Weil ich glaube, dass alle böse sind, aufgrund des Sündenfalls. Also, okay, dann, das heißt, die Grundlage dafür, warum jemand verdammt wird, ist der Sündenfall. Ja gut, das ist sein Wesen, ja. Aber siehst du da keinen Widerspruch zu Vers 11c, so wie du ihn ausgelegt hast, wo du nämlich gesagt hast, es war weder Gutes noch Böses, oder war der Sündenfall etwas Böses? Ja, natürlich, weil wir tot sind für Gott. Okay, dann lehrt aber dieser Vers keine doppelte Vorherbestimmung in deinem Sinne, weil da eben doch eine Grundlage gegeben ist für die Verdammung, nämlich der Sündenfall, was etwas Böses ist. Ja oder nein? Stimmst du dem zu, ja oder nein? Ich würde sagen, nein, weil der Sündenstand ist ein Zustand und gut oder böse wären Taten. Okay. Aber die Ursache für die bösen Taten ist dann noch eine bestimmte böse Tat, oder nicht? Nein, das ist mein Wesen. Deshalb muss ich ja von neuem Der geboren Adam, werden. meine ich. Der Sündenfall ist ja nicht aus der Luft entstanden. Das heißt, jemand hat Genau. sich für eine böse Tat entschieden, oder? Ja, richtig. Das Und Ego vom. aufgrund von dieser bösen Tat kam dann Sünde in die Welt und andere Menschen tun böse Taten, richtig? Ja. Und sie werden dann aufgrund von diesen bösen Taten zu Recht in die Hölle geschickt, oder? Ja, und weil sie Gott nicht als Gott anerkennen, wie wir in Römer 1 lesen. Genau, also widersprichst du dir hier wieder selbst, weil du vorhin in deiner Eröffnung gesagt hast, es war unabhängig von guten oder bösen Werken. Nun redest du zweizüngig, zweideutig und sagst, sie sind doch verdammt wegen ihren bösen Oh Werken. komm, das ist ein schwacher Versuch. Nein, nein, es ist kein Ich schwacher meine, Versuch. Taten sind Ausdruck Kein schwacher meines Versuch. Wesens. Darf ich meine Taten sind Ausdruck meines Wesens. Und deshalb sagt Paulus, da ist keiner, der Gutes tut, weil wir nicht gut sind. Okay, das heißt,
Der Mensch, was reicht aus, um den Menschen zu verdammen? Nur der Sündenfall oder muss noch mehr gegeben sein? Es ist das Leben, das bestätigt. Also ich bin ja tot und tot für Gott und deshalb tue ich seinen Willen nicht. Und Deswegen wirst du verloren. Ganz genau. Okay, warum muss dann Gott Pharao verstocken, wenn er sowieso schon verloren geht wegen dem Sündenfall? Was? Warum muss Pharao? Warum muss Gott Warum den? muss Gott Pharao verstocken, wenn er nach deiner Aussage sowieso schon in die Hölle geht wegen dem Sündenfall? Warum muss er ihn verstocken? Er ist doch schon verstockt durch den Sündenfall. Ah, das ist raffiniert, ganz schön raffiniert. Ich glaube, dass er. Man muss Pharao den Zweifel verstocken. Okay, weil er eh zur Hölle fahren würde. Okay. Gute Frage eigentlich. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Aber die Umkehrantwort wäre ja, wenn er nicht verstocken würde, könnte er von sich selbst aus zu Gott kommen. Und wir wissen, dass es nicht geht, weil Jesus sagt, keiner kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehen der Das Vater. Reicht mir schon. Das okay. Ist jetzt schon abschweifen. Und jetzt, du hast gesagt, also in Vers 11 sehe ich weder Gutes noch Böses, nicht aufgrund von Werken. Und ich will dir aufzeigen, dass du sogar selbst mit dem Nein-Kontext total unbeständig bist, wie du auch jetzt mit der Antwort unbeständig warst. Nämlich in Römer 9, Vers 30 und 33, nämlich gleich im nahen Kontext, sogar noch in Kapitel 9, sagt Paulus, was wollen wir nun sagen, dass die Nationen, die nicht durch Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist, Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Du hast uns vorhin gesagt, dass die Auserwählung und Verwerfung unabhängig von guten oder bösen Werken ist. Paulus sagt im selben Kontext, dass die Verwerfung Israels wegen ihren Werken ist. Wie harmonisierst du das? Römer 9, Vers 30 bis 33. Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Und du hast vorhin gesagt, in Vers 12, nicht aufgrund von Werken, bedeutet, dass sie deswegen verworfen wurden. Der Kontext sagt uns, der Kontext zeigt, weil sie sich gestoßen haben am Stein des Anstoßes, dieser Kontext. Vers 12a, wo er sagt, nicht aufgrund von Werken, hast du so ausgelegt, dass Gott vor Grundlegung der Welt Menschen errettet und verdammt, unabhängig von guten oder bösen Werken. Aber in Kapitel 9, Vers 30 bis 32 sagt er, dass die Ursache für ihren Fall ihr Unglaube und weil sie es aus Werken versuchen, was du vorhin aber verneint hast. Wie harmonisierst du das? Gut, weil die Werke zeigen ja nur ihr Wesen und in der Parallelstelle in 1. Petrus 2 gibt uns die Antwort. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, nämlich an Jesus, wozu sie auch gesetzt sind. Bedeutet, also das bedeutet, Gott hat sie zum Unglauben bestimmt. Ja, sie waren also größtenteils, ja, wir lesen ja nachher, dass eine Gnadenwahl da ist, aber größtenteils hat er sie sich nicht erbarmt, sondern sie verstockt. Dann kannst du mir bitte erklären, wie kann Gott diese Menschen noch zur moralischen Verantwortung ziehen, wenn er derjenige ist, der sie zum Unglauben gebracht hat? Der sie verstockt hat? Ja, der in ihnen den Unglauben wirkt, wie du gesagt hast. Wie kann er sie noch vor dem Gericht bringen und sie in die Hölle verdammen? Sehr gute Frage, sehr gut. Weil die Frage hat Paulus ja auch gestellt. Und wie ist seine Antwort? Nicht. Doch? Das war nicht so eine Frage. Doch, warum tadelt er noch? Das ist genau das, was ihr Katholiken verstehen müsst. Warum tadelt Gott? Und er sagt, hey, Gott ist souverän, also akzeptier es. Es ist genau die Frage, die du mir stellst. Und Paulus hat sie so geantwortet, ich beantworte es ja auch so. Gott ist souverän, du bist ein Gefäß. Warum? Das ist genau dieselbe Frage. Ganz kurz. Römer 10, Vers 3. Ja. Denkst du nicht, dass diese Aussage, die du jetzt gesagt hast, also du sagst quasi gut, also schau mal, du sagst uns, Paulus hat mit einem Kontrahenten zu tun und Paulus hat ihm gerade erklärt, hör zu, der Grund, warum Israel nicht glaubt, ist, dass sie zur Hölle vorher bestimmt, dass sie nicht glauben. Und er sagt dann, das ist ungerecht. Ist das richtig? Das ist die Frage, mit der Paulus konfrontiert. Eine andere Frage. Tut mir leid, könntest du nochmal wiederholen? Entschuldigung. Das geht auch nicht von deiner Zeit ab. Aber der unsichtbare Kontrahent, ja. Er fragt Paulus. Ja. Das heißt, sie glauben nicht, weil sie zur Hölle vorher bestimmt sind. Und Paulus sagt, ja, das ist richtig. Sie glauben nicht, dass sie zur Hölle vorstellt? Sie glauben nicht, weil sie zur Hölle vorher bestimmt sind. Ja, genau. Also er sagt, genau, richtig, ja. Die sind, und siehst du nicht einen Widerspruch zu dem ganzen Kontext hier, Vers Kapitel 10, ja. Kapitel 11, wo Paulus dann ausdrücklich das nicht einmal mehr erwähnt, was du uns sagen willst, sondern er die ganze Zeit sagt, sie glauben nicht.
Sie wollen durch das Gesetz. Sie trachten ihre eigenen. Das heißt, ich will, dass du mir Folgendes beantwortest. Lass mich ausreden. Warum ist Paulus so radikal von seiner These abgewichen auf einmal? Warum? Finde ich gar nicht, dass er davon abgewichen ist. Abgewichen ist. Aber ich glaube auch, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Verstehst du? Ich glaube nicht, wie ihr Katholiken, dass es irgendwie mein Ja von mir aus zu Gott kommt, sondern das ist ein Geschenk. Das glauben wir auch. Wir glauben auch, dass es ein Geschenk ist. Lass uns hier. Das Thema ist nicht katholische. Bleiben wir einfach beim Thema. Das Thema ist jetzt nicht die katholische Kirche heute. Ja, ja, aber deshalb, also. Ich stelle die Fragen. Du sagst, Paulus macht hier keine radikale Wendung in dem Text, in dem Kontext jetzt. Das heißt, er hat erklärt, sie gehen grundlos in die Hölle, weil Gott sie dafür vorherbestimmt hat, und nun bleibt er bei dieser These. Warum grundlos? Okay, ich präzisiere. Jan, bitte mal. Ja, Entschuldigung. Du hast gesagt, der unsichtbare Kontrahent, Paulus hat ihm gerade geantwortet, dass sie in die Hölle gehen, ja, weil Gott es so bestimmt hat und du hast nichts dagegen anzuwenden, weil du nur ein Mensch bist. Ja, richtig. Weil wir alle Feinde Gottes sind, wie er gesagt hat. Und ich habe dann gesagt, das hast du vorhin schon erklärt, brauchst du nicht wiederholen. Und ich habe dann gesagt, warum weicht dann Paulus so radikal im Kontext von dieser These ab, indem er ihre menschliche Verantwortung betont? Du sagst zu mir, er weicht nicht ab. Einige Verse für dich, wo belegen, dass er das nicht lehrt, was du sagst. Schau mal. Also Römer 9, Vers 30 bis 33 haben wir uns gerade angeschaut. Hier sagt er, sie glauben nicht, sie versuchen es aus Werken. Römer 10, Vers 3 sagt er, sie versuchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Das heißt, direkt danach fängt er an, sie anzugreifen wegen ihren Werken. Und du siehst ja dennoch keine radikale Abwendung. Dann gib mir einen Vers, der das auch sagt, von Römer 9 bis Römer 11, dass sie zum Unglauben vorherbestimmt sind. Habe ich doch gemacht. Okay, gut. Sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Und Petrus sagt, sie wurden dazu auch bestimmt. Also, Parallelstelle und der Kontext, mehr kann ich nicht tun. Okay, nächste Frage. Wie gehst du damit um, dass in Römer 1, Vers 21 bis 28, du kennst diesen Kapitel, wo Paulus von dieser Dahingebung spricht, dass der Dahingebung immer zuerst etwas folgt, nämlich eine Sünde, die begangen wird, ja. Und da steht auch nichts vom Sündenfall. Ja, dieser kann vielleicht die Konsequenz sein, aber da steht immer Sünde. Das heißt, sie werden dahin gegeben wegen Sünde. Würdest du dem zustimmen? Nein. Weil wenn du genau liest, heißt es dort, weil sie Gott weder als Gott anerkannten noch im Dank darbrachten, das ist das Erste, gab sie Gott dahin. Ja, und ist es kein Sünde? Mensch. Das ist ja der Sündenfall. Dadurch erkennen wir Gott nicht an. Wir wissen erst da, wir beugen uns ihm nicht. Jeder, das Gegenteil behauptet. Der Sündenfall ist erst in Römer 5. Ich will einfach, dass du meine Fragen beantwortest. Ja, also ist Gott nicht zu kennen eine Sünde von jemandem, weil sie Gott nicht kannten? Lass mich ausreden. Er sagt, weil sie Gott kannten. Ganz genau, sie kannten. Ihn weder als Gott verherrlichten. Ist es Gott nicht zu verherrlichen eine Sünde? Ja, weil ihm gebührt das ja. Ihm gebührt das ja. Aber es steht doch, dass er sie danach hingegeben hat, weil sie das getan haben. Das heißt, er hat sie nicht einfach. Er gibt sie dahin, und das war auch die Antwort auf den Pharao, er gibt sie dorthin, Sünde zu tun, weil er gesündigt hat. Richten kann. Weil er gesündigt hat, oder? Weil wer gesündigt hat? Weil der Pharao gesündigt hat, wurde er auch dahin gegeben, wie Römer 1. Nein. Okay, gut. Alles klar. Das reicht mir schon. Das reicht schon. Das war nicht ganz fair. Wie erklärst du dir, dass Paulus in Römer 2, Vers 1 bis 5 den einzigen Grund für den göttlichen Zorn, den angibt, dass Menschen ungehorsam sind und ungläubig sind. Du uns aber sagst, dass sie von Gott zum Unglauben vorherbestimmt sind. Wie bringst du das alles in Harmonie miteinander? Gib mir bitte einen konkreten Vers. Römer 2, Vers 1 bis 5. Du hast uns ja vorhin gesagt, Gott macht Gefäße des Zorns, unabhängig von guten oder bösen Werken. Römer 2 sagt aber, dass sie unter den Zorn Gottes sind, weil sie etwas tun, also böse Werke. Siehst du da keinen Widerspruch zu deiner Auslegung vorhin? Du musst ja konkret lesen. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, Mensch, jeder, der du richtest und so weiter. Du kennst ja die Stelle. Ja, deshalb pass auf. Häufst du dir selbst Zorn auf? Aber du hast uns vorhin gesagt, sie wurden von Gott, unabhängig von guten oder bösen Werken, als Gewässer des Zorns gemacht. Richtig oder nicht? Ja, aber er sagt ja auch, die Heiden, die das Gute tun, tun es, weil ihnen das ins Herz geschrieben wurde. Das war nicht meine Frage, wie die Heiden das tun. Das ist doch die Antwort. Das war keine Antwort. Ich wiederhole die Frage nochmal. Du hast uns vorhin gesagt, Jan,
Du hast uns vorhin gesagt, dass die Menschen unabhängig von guten oder bösen Werken zu Gefäßen des Zornes gemacht werden. Paulus sagt in Römer 2, dass sie selbst sich Zorn aufraufen für den Tag des Zorns. Ihre eigene Schuld. Siehst du da keinen Widerspruch? Nein, das ist eine logische Folge. Jeder würde das tun, wenn er nicht begnadet worden wäre. Sagt ja Paulus auch in Epheser, wir waren alle von Natur Kinder des Zorns. Alle sind unter dem Zorn. Nur die Erwählten werden da gerettet. Nächste Frage an dich. In Vers 18, da wo Paulus von diesen Gefäßen des Zorns... Kapitel 9, okay. 9, 18, wo Paulus von den Gefäßen des Zornes spricht, ist Israel auch damit betroffen? Die Frage ist ja, warum glauben sie nicht? Sagt Paulus da ja, sie sind Gefäße des Zorns? So, erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will? Genau, und dann Vers 21, ja, genau. Wie bedeutet Verhärtung auch automatisch Verdammung zur Hölle? Nicht zwangsweise. Nicht zwangsweise, danke. Das heißt, du siehst selber in Römer 11, 15, 25 und Vers 26, dass diese Israeliten, die verhärtet wurden, quasi wieder errettet werden, richtig? Nein, die Generation nicht. Die wurde 17 nach Christus ziemlich böse bestraft für ihre Verhärtung. Nee, mir geht es nicht um 17 nach Christus, sondern um Paulus seine Argumentation. Er fängt in Römer 9 an und hört in Römer 11 auf. Das heißt, würdest du zustimmen? In Römer 9 haben wir hier verstockte und verhärtete Israeliten, richtig? Nicht nur, aber ja. Aber ja, ja. Und in Römer 11 haben wir hier Israeliten, wo er sagt, ganz Israel wird gerettet werden. Ganz richtig. Genau. Okay, gut. Das heißt, siehst du da keinen Widerspruch zu deiner Logik, dass du gesagt hast, dass dieser Vers eine doppelte Vorherbestimmung lehrt, wenn du selber zugibst, dass die Verstockung nur temporär sein kann? Ja gut, aber wir reden ja von der Generation von damals. Da sind Jahrhunderte ja dazwischen, bis ganz Israel gerettet werden wird. Das ist okay, ich frage es dann anders. Ein Mensch, der jetzt von Gott als ein Gefäß des Zornes gebildet wurde, hatte die Möglichkeit, in 3 Jahren ein Gefäß der Ehre zu werden. Epheser 2. Wir waren alle Kinder des Zorns, Gefäße des Zorns. Durch Gottes Gnade, ja, weil wir alle so sind. Wir sind ja alle vom selben Ton. Und Gott kann uns ändern. Durch seine Vorherbestimmung. Okay, gut. Das heißt, jemand kann zur Hölle vorherbestimmt sein und gleichzeitig zum Himmel vorherbestimmt sein. Nein, das nicht. Aber von Natur aus, Paulus sagt, von Natur aus sind wir alle Kinder des Zorns. In dem Moment, wenn man ein Kind des Zornes ist, ist man zur Hölle vorherbestimmt. Nein. Wenn Gott mich davor erwählt hat, nicht. Wenn ich nicht erwählt bin, ja. Das heißt, siehst du da keinen logischen Widerspruch? Weil du hast uns gerade eben gesagt, jemand kann unter dem Zorn Gottes sein, also ein Gefäß des Zornes, hast du sogar gesagt, was eigentlich bedeuten würde, er ist zur Hölle vorherbestimmt, aber dennoch kann er auserwählt sein zum Himmel. Siehst du da keinen Widerspruch, einfach von der Logik her? Nein, weil Paulus sagt ja in Römer 11, Gott kann die Israeliten wieder zum Volk zurückführen. Weil das weiß ich, aber siehst du keinen logischen Widerspruch darin? Okay, letzte Frage, weil meine Zeit ist gleich ab. Kann Gott sündigen? Nein. Wenn er Menschen zum Sündigen bringt, sündigt er dabei? Ich habe nicht gesagt, dass er sie zum Sündigen bringt. Vorhin hast du eine Stelle aus dem Psalmen. Ja, okay. Zeit. Also kannst du auch keine fertig fragen? Okay. Bitte? Wir hätten noch fertig fragen können. Okay, wenn du wirklich einverstanden bist. Ja. Du hast vorhin eine Stelle aus dem Psalmen zitiert, wo du gesagt hast, er hat gemacht, dass sie gehasst haben oder so. Irgendwie so, richtig? Ja, genau. Hat Gott sie dazu gebracht, dass sie andere Menschen hassen? Hat er das in ihnen bewirkt? Er hat ihr Herz so verhärtet, dass sie ja das Böse getan haben. Also da hat er sie dahin gegeben, wie du gesagt hast. Gott hat sie dahin gegeben. Ja. Also nicht aktiv, sondern passiv. Ganz genau. Wie bei Judas ja auch. Judas Iskariot, bestes Beispiel. Okay, das reicht mir. Danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Spannend. Der Stream läuft jetzt seit 1 Stunde und 4 Minuten. Unglaublich. Leute, ihr seid noch dabei. Auch 22 Zuschauer derzeit aktuell. Einmal kurz einatmen, ausatmen. Jan, du hast jetzt 5 Minuten. Du darfst ein Abschlussstatement machen. Was darfst du erwähnen? Du darfst die Vorrede von Elmas nehmen, du darfst deine nehmen, du darfst das, was hier thematisiert worden ist, alles in deiner Abschlussrede nochmal zum Ausdruck bringen, wie du das möchtest. Gestalten darfst du, wie du es möchtest. Wichtig ist nur, es darf kein neues Thema geöffnet werden. Okay? Also etwas, was hier nicht besprochen worden ist, sollte auch nicht erwähnt werden. Elmas, ich tue dich runter und mich auch. Mit deiner ersten Silbe beginnt die Zeit. Darf ich noch mal kurz, ganz kurz überlegen? Ja. Alles klar, lass mich mal kurz so überlegen. Ja, was heißt kurz jetzt? 5 Sekunden.
Ja, bis ich alle runter habe und du fängst dann einfach an. Ja, wir Danke. sind. Ja. Fünf. So, jetzt. Ja, kurzes Statement. Hat Spaß gemacht. Ich glaube einfach, weil wir verschiedene Ansätze haben, kommen wir dann nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Ich glaube schon, dass ich aufzeigen konnte, dass die Schrift von der katholischen Seite oft dann interpretiert wird oder wir müssen im Kontext sehen, oder Paulus meint nicht das, was er sagt. Finde ich ein bisschen schade, weil zu vielen Versen gibt es, glaube ich, eigentlich keine zweiteilige Meinung. Ich halte daran fest, dass ich ohne die Gnade Gottes völlig verloren wäre, wie so ein Pharao. Und ja, das war's auch schon. Jan, bist du dir sicher, weil du hast wirklich 5 Minuten. Du darfst noch mal wirklich abschließen deine Punkte, weil, Ach weißt so. du, nein, nein, ich mache das nur nicht, dass das dann am Ende, also es wäre wirklich gut. Aber wenn du wirklich freiwillig verzichtest, dann bleibt mir auch nichts anderes an, als das anzunehmen. Aber du kannst gerne noch mal wirklich auch für die Zuschauer. Wir wollen ja die Wahrheit. Ja, wir sind alle an der Wahrheit interessiert. Du hast diese Möglichkeit. Wenn du jetzt nein sagst, akzeptiere ich das. Aber Lass mich noch mal ganz kurz eine Bedenkzeit, eine kurze Bedenkzeit. Ich glaube, das war's. Danke. okay, gut. Aber du hast dich freiwillig entschieden. Der Chat und jeder hat das gesehen. Okay, gut. Dann, Jan, ich tue dich runter und hole Elmas hoch. Elmas, du hast 5 Minuten. Die Regeln wie bei Jan auch. Mit deiner ersten Silbe beginnt es. Du bist gemutet. Du bist gemutet. Ja, erstmal gelobt sei Jesus Christus und ich preise den Herrn Jesus Christus, dass er mir die Augen geöffnet hat für diese Irrlehre der doppelten Vorherbestimmung, dass ich das nicht mehr glaube. Ich bin selber betrübt darüber, dass ich das früher geglaubt habe. Und ja, ich kann nur sagen, die Zuschauer können es für sich bewerten, die Debatte, diejenigen, die mit offenen Augen auch zuschauen, das sind meistens wenige, meistens hat jeder schon entschieden, wer gewonnen hat vor der Debatte, weil man gefangen ist in Traditionen, aber was hat Jan bewiesen? Er hat sich in Widersprüche verwickelt. Er hat uns gesagt, dass Gott unabhängig von guten oder bösen Werken Menschen zur Hölle vorherbestimmt oder errettet. Im Kontext haben wir aber genau gesehen, dass Paulus radikal, wenn er das lehren sollte, auf einmal radikal davon abweicht und stark die menschliche Beantwortung voraussetzt. Sehr stark die menschliche Verantwortung auf einmal erhebt. Jan hat gemeint, dies ist trotzdem im Kontext zu finden. Ich denke, das wird er nicht beweisen können. Jan, seine Ansicht macht im ultimativen Sinne Gott zum Sünder. Ja, das ist, was es tut. Eine menschliche Verantwortung ist nicht mehr gegeben und Gott müsste sich selber vor Gericht stellen und sich selber in die Hölle schicken, nach Jan seiner Logik. Hier würde ich gerne noch was vorlesen von einem Calvinisten, von Douglas J. Moo, weltbekannt mit seinem Römerkommentar. Er schreibt hier Folgendes: Calvinisten sehen dieses Problem, was Jan hier nicht aber zugeben wollte. Ich will mal vorlesen, was der Moo hier schreibt. Paulus geschrieben hat, zuwiderläuft. Schreibt ihr Folgendes: Die einzige logische Möglichkeit scheint als darin zu bestehen, die Beziehung zwischen Gottes Erwählung und dem Glauben umzukehren. Also er sagt quasi, wie Jan, unabhängig von irgendwas, Gott ist die Ursache, ja. Weder der Glaube spielt eine Rolle oder sonst was. Und dann sagt er, diese Sichtweise scheint im Allgemeinen durch diese Stelle und durch die Lehre der Schrift an anderer Stelle gerechtfertigt zu sein. Jetzt pass auf aber, was er sagt. Aber sie kommt gefährlich nahe an eine Verharmlosung des menschlichen Glaubens heran. Etwas, das uns viele Texte im Römerbrief und im übrigen Neuen Testament einfach nicht erlauben wollen. Vielleicht müssen wir in unseren Formulierungen vorsichtiger sein und auf der absoluten Entscheidungskraft und Bedeutung der menschlichen Entscheidung zu glauben bestehen, während wir gleichzeitig zu Recht die Erwählung Gottes für uns als letztliche grundlegend bezeichnen. Ich sage dir einfach Folgendes, und das ist, wie ich auch damals gelöst habe, das nennt sich Kompatibilismus. Das heißt, man sagt dann einfach, beides ist wahr. Der Mensch ist verantwortlich, aber er ist auch zur Hölle vorherbestimmt. Ja. Du hast dich entschieden zu glauben, aber Gott hat dich, also quasi einfach beides ist wahr. Er sagt dann hier weiter: Eine solche doppelte Betonung mag die Grenzen der Logik strapazieren, das ist richtig. Ich vertraue darauf, dass sie nicht sprengt oder unbefriedigend komplex bleiben, aber sie kann den Vorzug haben, dass sie ausgewogene Perspektive der Schrift selbst widerspiegelt. Und das ist, wie ich versucht habe, das jahrelang zu lösen. Ja, ich war 3 Jahre reformiert, einfach da stehen zu bleiben. Viele Calvinisten, die später irgendwann mal den Calvinismus verlassen, sagen dann auch, dass sie mit dieser Spannung nicht mehr leben konnten. Warum? Weil es einfach
irgendwo nicht mehr harmonisiert. Ja? Man kann nicht beide stehen lassen, es ist ein logischer Widerspruch. Ja? Das heißt, sie betonen zwar dann gerne, okay, anhand der Bibel kann man das stehen lassen, weil die Bibel das lehrt, von der Logik her geht das nicht. Weil es ein logischer Widerspruch. Jemand kann nicht gleichzeitig zur Hölle vorherbestimmt sein und sich selbst für die Hölle entschieden haben. Wenn man sich das Zeugnis der Schrift anschaut, dann sehen wir Folgendes. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Gott, Jesus ist der Gott aller Menschen, also ist er auch für alle Menschen inkarniert und er ist auch für alle Menschen gestorben. Somit wird auch jedem Menschen das Heil gegeben nach Johannes 1, der jeden Menschen erleuchtet. Ja. Das heißt, der Geist Gottes befähigt jeden Menschen. Ich will kurz auf diesen Strohmann eingehen, den der Jan gebracht hat. Ich verstehe nicht, warum er so oft Katholiken erwähnt hat. Heute war nicht das Thema katholische Kirche. Wir glauben, dass die Gnade Gottes jemanden befähigen muss. Und hier will ich euch noch etwas vorlesen. Nochmal zum Abschluss von Konzil von Trient, Kapitel 8. Wie die unentgeltliche Rechtfertigung des Sünders durch den Glauben zu verstehen ist. Wenn aber der Apostel sagt, der Mensch werde durch den Glauben und aus freien Stücken gerechtfertigt, so sind diese Worte in dem Sinne zu verstehen, in dem die ununterbrochene Einmütigkeit der katholischen Kirche sie gehalten und ausgedrückt hat. Nämlich, dass wir also durch den Glauben gerechtfertigt werden, weil der Glaube der Anfang des menschlichen Heils die Grundlage der Wurzel aller Rechtfertigung ist, ohne die es unmöglich ist, Gott zu gefallen und die Gemeinschaft seiner Söhne zu kommen. Und man sagt deshalb, wir seien aus Gnade gerechtfertigt, und jetzt gut zuhören, und man sagt deshalb, wir seien aus Gnade gerechtfertigt, weil nichts von dem, was der Rechtfertigung vorausgeht, sei es der Glaube oder die Werke, die Gnade der Rechtfertigung verdient. Denn wenn sie aus Gnade ist, so ist sie nicht mehr aus Werken, sonst ist, wie der Apostel sagt, die Gnade keine Gnade mehr. Danke. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt hier auch die Abschlussstatements gehabt. Jetzt seid ihr dran, liebe Community, liebe Zuschauer. Wir haben gerade aktuell 23 Zuschauer hier um 21.12 Uhr. Es ist gut. Ihr könnt jetzt Fragen stellen. Was ist die Bedingung? 2a. An wen? Okay, also bitte ein @Elmas, ein @Jan, damit wir auch wissen, an wen die Frage geht. Und b. Bitte, es muss zum Thema passen. Eine Frage wie Elmas, warum glaubst du, dass Papst Franziskus ein Papst ist, ist hier nicht richtig. Jan, warum glaubst du, keine Ahnung, irgendwas ist nicht richtig, wenn es nicht zum Thema gehört? Ja? Bitte eine Frage zu dem Thema, das heute ausdiskutiert worden ist. Ich gebe jetzt kurz Zeit, dass der Chat vielleicht auch schreiben kann. Und sollte sich gar keine Frage finden, dann würde ich auch gleich zum Abschluss kommen. Aber wir geben jetzt kurz Zeit. Bitte stellt eure Fragen zum Thema. Lehrt Römer 9, die doppelte Vorherbestimmung oder zu etwas, was ganz nah mit der Sache zusammenpasst. Elmas, Jan, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr fühlt euch noch gut. Bald ist es geschafft. Und genau, wir haben eine Frage anscheinend schon. Ich muss mal schauen. Die müsste irgendwo immer oben sein. Könnte Jan mir bitte erklären? Das ist halt jetzt die Sache. Die Frage passt nicht. Also Jan, du kannst das entscheiden, ob du das beantwortest, okay? Ich finde, sie gehört nicht wirklich zurück. Okay. Jan, du hättest 2 Minuten auf diese Frage. Elmas, du hättest 1 Minute auf diese Frage. Ob es noch sagen muss, dass ich Gott selbst verlässt und eigenen Sohn ausgeliefert, vor dem Kreuz hat. Was könnte Jan mir bitte erklären, ob es nach seinem System nicht Gott selbst war, der seinen eigenen Sohn ausgeliefert, gefolgt und gekreuzt hat durch die Menschen, die er dazu auswählt? Ja, natürlich, weil Jesaja 53 heißt, es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Also, ich glaube, die Katholiken stimmen mir dazu, dass es Gott war. Wobei, nee, die stimmen mir wahrscheinlich nicht zu. Aber Jesaja 53, ja, es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen für unsere Sünden. Danke. Elmas, du hast 1 Minute. Ich würde einfach dazu sagen, Gott, der Vater, kann seinen Gott, den Sohn, nicht verdammen. Gott, der Sohn, ist unschuldig. Er wird von seinem Vater nicht verdammt. Gott hat das Heil bewirkt durch seine Souveränität und seine Vorsehung. Und Jesaja 53 lehrt ganz sicher nicht das, was Jan gesagt hat. Hierzu würde ich jedem empfehlen, Teil 2 vom Protestantismus zum Katholizismus, Rechtfertigung. Vielen Dank. Jetzt haben wir die 2. Frage an Jan. Bitte, aber es ist wichtig, dass wir auch schauen, dass Elmas Fragen bekommt. Ja, das ist okay, er darf ja auch immer antworten. Ja, aber... Welt mit sich versöhnen. Warum sollen wir jeden Menschen dazu aufrufen, sich versöhnen zu lassen? Sehr gute Frage. Warum hat Gott die Welt mit sich versöhnt? Genau.
Er hat es getan, weil ja sonst alle Menschen verdammt wären und weil wir nicht wissen, wer dazu gehört zu seinen Kindern. Aber die Bedingung ist, dass sie die Stimme des Hirten hören. Deshalb sollen wir jeden bitten, weil wir nicht wissen, wer das Schaf ist, wer die Stimme hören wird. Ich weiß, ob das die Frage beantwortet hat, aber. Das müssen wir so stehen lassen. Danke dir da. Elmas, eine Minute. Ja, also es sind eigentlich noch Hyperkalvinisten, die eben dann gar nicht das Evangelium verkündigen oder zumindest sie schauen erstmal auf irgendwelche Anzeichen bei Leuten, bevor sie denen irgendwas sagen. Ich bin froh, dass da die meisten Calvinisten dann doch evangelisieren. Das wäre ja auch Strohmann zu sagen, dass sie das nicht tun. Aber dennoch ist die Frage berechtigt. Und hier muss sich auch jeder, der diese Lehre glaubt, auch bewusst sein, dass es auch sein kann, dass man selbst ein Verworfener zur Hölle ist und nur vielleicht eine Zeit lang bestimmt ist zum Glauben und dennoch verdammt wird. Also es ist eine sehr grausame Lehre, wenn man es durchdenkt. Und es ist keine Gnade da, wie man es so gerne darstellt. Danke. Frage an Elmas. Mit deiner ersten Silbe beginnt die 2 Minuten. Frage ist, Almas, woher weißt du, dass in 1. Timotheus 2,4 alle Menschen mit gemeint sind? Denn in der Bibel bedeutet nicht immer alle gleich für gleich. Oder? Und noch viele andere Stellen. Das stimmt. Und hier würde ich auch sagen, Kontext ist König, wie wir auch in Römer 9 gerade gesehen haben. Ja, der Kontext ist wichtig. Aber hier zu 1. Timotheus 2,4, hier heißt es, dies ist gut und angenehm für unseren Retter Gott. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden? Jetzt nur einfache Frage. Ist Jesus der Gott von allen Menschen? Oder ist er der Gott nur von manchen Menschen? Er ist der Gott von jedem einzelnen Menschen. Also ist er auch der Retter, der potenzielle Retter von jedem einzelnen Menschen. Genauso wie er der Gott von allen Menschen ist, so will er auch, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Danke, Jan, du hast 1 Minute. Ja, passt ja zum Römerbrief. Gott will, dass die Menschen gerettet werden, aber kein Mensch will wirklich gerettet werden, weil wir Feinde Gottes sind. Und deshalb wird nur der gerettet, den er vorherbestimmt hat, dennoch nicht in die Hölle zu kommen. Dankeschön. Wir haben jetzt wieder so eine Frage. Jan, ich bin dir ehrlich, du darfst das auch ablehnen. Also, Lasst aber mal ich hören, stelle. die armen Leute, die haben mir Okay. gesagt, ich habe leider nicht die ganze Debatte geschaut. Wie erklärst du dir, dass 400 Jahre keiner der Christen nur Gnostik Römer im Sinne Brüssel ausgelegt hat? Ja, die Frage höre ich häufiger. Meine Antwort ist dann immer, das klingt mal ein bisschen hart, aber schau dir mal an, was aus gewissen Kirchen geworden ist, die diese Lehre ablehnt. Ich finde da auch viele Dinge, die mir doch zu sehr den Menschen im Fokus haben. Und das ist genau das, was mich eigentlich bestätigt. Nicht so sehr die Lehre, sondern was daraus gemacht wird, verstehst du? Ja, es ist nicht umsonst, dass der Mensch und die Heiligen bei der katholischen Kirche so einen hohen Stellenwert haben, weil der Mensch immer mit seinem freien Willen immer einen großen Aspekt hat und davon immer etwas von Gottes Ehre abschneidet und er verehrt wird. Bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt. Dankeschön, Elmas. 1 Minute. Ja, und wenn man sich anschaut, wie die Gnostiker oder manche herstellen, wie Johannes 6 oder so ausgelegt haben, dann ist es schon sehr erschreckend, diese Parallele ist da. Aber dennoch würde ich sagen, es gab immer wieder Menschen, die diese Lehre gelehrt haben, in der Kirche, wie ein Gottschalk zum Beispiel. Also, oder dann die Jansenismus, der dann auch in diese Richtung ging. Dann aber auch Calvin und Luther, die das auch gelehrt haben. Aber die Kirche hat hier schon recht früh etwas definiert, nämlich im Zweiten Konzil von Orange. Da heißt es, wir weigern uns nicht nur zu glauben, dass einige Menschen durch göttliche Macht zum Bösen vorherbestimmt sind, sondern wenn es welche gibt, die so etwas Böses glauben, verurteilen wir sie mit äußerster Abscheu. Dankeschön. Ich würde jetzt sagen, so viele Fragen haben wir nicht. Jeder sollte jetzt noch mal eine Frage bekommen. Bitte schreibt jetzt in den Chat. Ich gebe euch dazu jetzt noch einmal 1 Minute. Sonst würde ich ein Abschlussstatement machen. Okay, wir haben eine Frage. Elmas, 2 Minuten mit deiner ersten Silbe. Frage, Elmas, wieso schloss Gott alle in den Ungehorsam ein, beziehungsweise bedeutet das nicht, dass Gott den Ungehorsam wollte? Ja, es kommt darauf an, was du hier mit Wille meinst, mit dem er es wollte. Dass er aktiv wollte, dass Menschen sündigen, dass Menschen vergewaltigen, morden, Kriege führen, Menschen in Stücke hacken, 6 Millionen Juden vergasen. Wollte das Gott wirklich? Ist das im Sinne seines heiligen Gesetzes, seines heiligen Charakters? Nein, ist es nicht. Ich würde hier mit Augustinus sagen, Finsternis ist die
ist Abwesenheit von Licht. Und da, wo nicht Gott ist im Leben von Menschen, da ist Sünde und Bosheit. Ja. Kann Gott diese Bosheit benutzen, um seine Ziele und Zwecke zu erreichen? Ja, das kann er, Amen, aber er bewirkt sie nicht. Er bewirkt sie nicht, weil er heilig ist. Und er hat sie nicht vorherbestimmt. Danke. Jan, eine Minute, deine ersten Silbe. Wenn du möchtest. Ja, bedeutet das nicht, dass Gott den Ungehorsam wollte? Der Mensch ist ja aufgrund des Sündenfalls ungehorsam gegen Gott. Ich habe versucht, das nochmal zu erwähnen. Und er hat ja alle eingeschlossen, um sich alle zu erbarmen. Insofern, ich glaube nicht, dass er hat den Sündenfall ja nicht, Satan hat den Sündenfall hervorgebracht, aber Gott zieht das aus seiner Gnade alle eingeschlossen, damit er sich alle erbarmen kann. Damit es halt eben nicht an dem Wollen noch laufen liegt. Ja. Dankeschön. Wir haben jetzt noch eine Frage an Jan. Mit deiner ersten Silbe. Ich glaube, dass Adam und Eva die einzigen waren, die frei sich entscheiden konnten. Weil Gott frei ist und den Menschen sein Bild erschaffen hat. Und deshalb glaube ich nicht, dass sie vorherbestimmt waren. Aber dass durch ihre Entscheidung die Verdammnis in die Welt kam. Danke. Elmas? Ich habe gerade nicht zugehört, weil ich hab diesen Saint Lafabre gesperrt. Was hast du gesagt? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört, ich musste jemanden sperren. Weil also das war, möchte ich mal auch sagen, eine große Unverschämtheit. Aber Entschuldigung, Jan, Bruder, was hast du gesagt? Nochmal. Guck dir einfach das Video auf YouTube an, da weißt du es doch. Also führte die Sünde... Nee, weil dass ich was sagen kann, weißt du. Also führte die sündige Tat zum Sündenfall oder waren Adam und Eva vorherbestimmt zu sündigen? Und ich habe gesagt, nach meinem Verständnis waren Adam und Eva die einzigen Menschen, weil sie im Bilde Gottes geschaffen sind, die wirklich freien Willen hatten. Also waren sie nicht vorherbestimmt, weder gut noch böses zu tun. Sie waren wie Gott und konnten sich frei entscheiden. Okay. Ja, es gibt hier unter Calvinisten da dann verschiedene Meinungen. Also eben, wie heißt das, Superlapsarian und so weiter. Also quasi, war schon die Sünde vorherbestimmt oder nicht? Und dann sagt man, selbst wenn Gott Sünde vorherbestimmt, sündigt er nicht dabei. Oder man hat dann jemanden wie Jonathan Edwards, der dann eben alles erst nach dem Sündenfall hineinbezieht. Das wird dann unter Calvinisten quasi, das tun sie dann untereinander ausdebattieren. Das ist eine Inhouse-Debatte unter Calvinisten. Bei uns ist das klar, ja. Das war nicht vorherbestimmt. Nee. Okay, letzte Frage. Dann ist finito. An dich, Jan. Mit deiner ersten Silbe beginnst. Aber du musst sie nicht beantworten. Also Calvinismus, als ihr den ablehnt, wenn ja, was ist der Sinn davon? gut, wir wissen ja nicht, ob er den Calvinismus ein Leben lang ablehnen wird. Gott ist ja selber am Herzen. Ich meine, bei Paulus hat es ja auch noch eine Zeit lang gedauert und es war hart für ihn, gegen den Stachel auszuschlagen. Gott ist groß, von daher mache ich mir darüber keine Gedanken. Auch okay, danke. Möchtest du das kommentieren, Emma? Ja, es ist eigentlich dasselbe Prinzip, nur anders gedeutet. Es könnte sein, dass Jan zur Hölle vorher bestimmt ist und dass er nichts daran ändern kann. Ja. Weil es war unabhängig von guten oder bösen Werken. Und es könnte sein, dass er nur einen zeitlichen Glauben gekriegt hat und am Ende noch bestraft wird mit Blindheit. Ja. Das sollte einem klar sein. Wer damit leben kann und sich fragen kann, ist das wirklich das Evangelium unseres Herrn? Ist das die Herrlichkeit des Christus, des Evangeliums? Das lasse ich mal so stehen. Vielen, vielen Dank. 1 Stunde 24 Minuten. Ich beende damit jetzt hier offiziell diese Debatte. So, danke. Jan und Elmas, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe, ich glaube, nicht zu viel versprochen. Es hatte auf jeden Fall Niveau. Und auch an die Zuschauer da draußen. Ja, egal, ob ihr katholisch seid oder, weiß ich nicht, calvinistisch oder was auch immer, welcher Konfession jetzt ihr auch angehört, schaut euch nochmal diese Debatte an. Ja? Manchmal geht das jetzt im Livestream alles hin und her und studiert die Argumente von Elmas und Jan. Schaut euch das Kreuzverhör nochmal Frage für Frage an. Und möge euch, und das sage ich jetzt als Moderator, der dreieinige Gott, ja,
zur Wahrheit führen, zur Erkenntnis, euch erleuchten. Und genau, dann würde ich sagen, ich beende jetzt auch offiziell den Stream. Elmas, Jan, gute Nacht, Gottes Segen und auch an alle, die hier dabei waren. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Gottes Segen. Ciao. Ciao, ciao.